Leute, weiter geht's heute. Mini-Milia Challenge League. Auf geht's. Nach den eigentlich mehr oder weniger zwei Enttäuschungen in den letzten beiden Tagen oder in den letzten beiden Folgen geht's heute weiter. Hiermit. So, erste fangen wir an Barcelona. Vier Runden, 1,19 Kilometer lang. Also, das sind jetzt erstmal momentan scheinbar nur Kurzstrecken. Es ist übrigens die letzte Season. Das ist klar. Wie gesagt, Need for Speed ist quasi durch, abgearbeitet. Das ist okay. Und jetzt können wir uns ein bisschen auf Grid konzentrieren und hoffen, dass wir das hier jetzt so schnell wie möglich durchrocken, damit ich halt mit dem neuen Projekt nochmal beginnen kann. Zu einem weiteren Tag in Barcelona und Ola zu einer wunderschönen Nacht für ein Rennen. Kristen, was hast du anzumerken? Weißt du, ich habe da so ein Gefühl, dass einer der Fahrer da unten bereit ist, die Sache ein bisschen interessanter zu machen. Wart's nur ab. Danke, Kristen. Wir melden uns gleich zurück mit dem Start. Was wird das für ein Rennen werden? Hoffentlich ein sehr erfolgreiches und wir starten mal wieder mal von Platz 14. Das hat es bisher nicht wirklich viel Glück gebracht. Aber das ist der Start. Das ist der Start. Ja, überholt alle genug. Ich nehme mal bitte hier die Lücke. Ja, das ist cool. Okay, angreifen. Ich gebe es weiter. Ich habe leider meinen Teamkollegen aus Versehen gedreht. Ich glaube, du hast jemanden. Ach komm, ich habe doch gar nichts gemacht. Der stand doch da irgendwo rum. Gehe ich da noch da rein? Komm ich da noch? Nein, nicht ganz. Ist mir egal. Das war die Hälfte des Rennens. Wir können uns auch Gott sei Dank ein bisschen absetzen. Genug, wir sind in der letzten Runde. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Keine mehr abnehmen. Wir sind Erster. Und diesmal kann auch keiner sagen, nö, das gönnen wir dir nicht. So, nächste Rennen steht jetzt an. Wie gesagt, den Auftakt haben wir schon mal gewonnen. Weiter geht's heute mit San Francisco. Short Circuit 1,51 Kilometer lang. Diese Strecke. Und der Teamkollege steht auf 1. Das ist auch ganz gut so, weil den hätte ich gerne auch da irgendwo mal was weiter vorne. Aber schauen wir mal. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand ausgeht und davon, wie das letzte Event gelaufen ist, habe ich so eine Ahnung, wer gewinnen wird. Ich sag's dir gleich unter 4 Augen. Und jetzt schon mal von 12. Ja.
Ich will nur eigentlich so schnell wie möglich nach vorne, ganz vorne. Ich sehe die Spitze Gott sei Dank sogar schon. Hör auf, du hast mir das schon mal ein Rennen versaut. Mein Gott, nerv mich nicht. Es gibt keine höhere Position zum Angreifen. Sorry, aber du gehst mir auf den Sack. Und innen vorbei an den beiden Kollegen. Und jetzt gehen wir auf zwei vor. Zweite Runde. Nur noch eine Position bis zur Spitze. Schön außen. Sauber vorbei. Und jetzt führen wir ein Rennen wieder an und haben aber noch den Teamkollegen hinter uns kleben. Zeit. Okay, du hast gerade die Hälfte des Rennens absolviert. Jetzt gut absetzen. Haben wir einen Teamkollegen hinter uns stehen, also 1 und 2 stehen momentan safe. Ich hoffe, dass das auch gerne so bleibt. Bleib in Führung. Letzte Runde. Verknappt, aber es reicht, um bereit zu kommen und den Sieg zu kassieren. Yes. So, ja, Doppelsieg, klar. Jetzt geht's gleich direkt zum zweiten Rennen. So, oh ne, wir sind sogar schon durch.
Okay. Da hatte ich jetzt gedacht, dass wir das tatsächlich schon. Ach, Barcelona, ja gut, San Francisco. Stimmt, wir haben schon zwei Rennen. Oh mein Gott, nein. Wir sind durch. Wir sind jetzt morgen wieder mit dem Teil hier. Bis dahin. Tschüss.